Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf Weeplay Games for You. Ich bin Soivo und wir spielen weiter Constructed, weiter mit dem Warlock-Deck. Ja, hoffe euch nervt es noch nicht, weil ich nehme das Ganze aktuell in der Session auf, sodass ich die Comments erst im Nachhinein lese. Also wenn ihr da Verbesserungstipps oder sowas habt, bitte nicht böse sein, wenn die jetzt hier in den Folgen noch nicht mit drin waren. Padafka, gegen den haben wir irgendwann schon mal gespielt heute, glaube ich. Es war aber nicht gegen diesen krassen Druiden, der den Ragnaros rausgecoint hatte. Oder angeregt hatte. Höllenfeuer brauchen wir, glaube ich, nicht gegen Druide. Einer von den beiden reicht auch. Och ja. Tun wir Höllenfeuer weg und es kommt back. Supergeil. Faceless ist ganz okay. Und das ist doch Droll. Ein Droll ist das, der Sonnenzornläufer, Beschützer, was auch immer. Ein Droll. Ich sag's euch. Der macht auch nichts. Das ist eine schöne Karte. Wir tappen natürlich, weil wir die Spotter brauchen, wa? Sylvanas ist cool. Sylvanas ist cool. Lehrling, das ist okay. Können wir nochmal tappen? Oh nein, noch ein Nullenfeuer. 8 Karten auf der Hand. Nächste Runde können wir den Drachen spielen, das ist cool. Wenn er nichts macht, wird perfekt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da brauchen wir auch kein Höllenfeuer spielen. Lohnt sich gar nicht. Drache. Bergriese ist besser. Gucken wir mal, was er dagegen macht. Vor allem können wir nächste Runde auch copyen mit dem Faceless, wenn er nichts dagegen hat. Mal schauen. Münze. 5 drauf. Sylvanas. Okay. Okay. Was passiert, wenn ich meinen Sylvanas dagegen spiele? Er da reinrennt und meinen Sylvanas bekommt, wäre uncool. Ich habe aber ein Siphon Soul, um den da zu töten nächste Runde. Egal was er bekommt, ich kann ihn mit Siphon Soul töten. Das, was er bekommt. Deswegen machen wir das, sodass, wenn der reinrennt, einen der Bergriesen bekommt, es nicht schlimm ist. Denke ich zumindest. Eventuell töten wir ihn sogar mit Höllenfeuer. Höllenfeuer wäre auch nicht so schlecht, denke ich, jetzt ehrlich gesagt. Gucken, was er noch rausspielt. 7 Mana. Okay, gucken wir mal. Das ist ein 15er Spotter. Ich denke, da ist wohl Höllenfeuer vielleicht echt eine Option. Oh, Schattenflamme. Schattenflamme ist auch nicht schlecht. Das machen wir doch. Wir silenzen ihn. Spielen wir da? Höllenfeuer. Und direkt angreifen. Das wäre cool. Machen wir. Höllenfeuer angreifen direkt an. Der ist ja schon ganz schön low jetzt. Und wir haben noch schöne Karten in der Hinterhand. Der wird jetzt natürlich tauschen, das ist klar. Selbst wenn er es nicht macht, das ist nicht schlimm. Da haben wir so noch einen Sternenregen gezogen. Wir können letztendlich mit einem Höllenfeuer den Dicken töten. Wenn wir jetzt zum Mountain Giant ziehen, Molten Giant, wäre das richtig geil. Kriegen wir aber wohl nicht. 5 und 2, bringt uns nichts. Seele entziehen. Ginge. Ziehen wir noch eine Karte. Gefällt mir nicht. Sylvanas gefällt mir auch nicht. Wir machen Höllenfeuer. Oder? Bin gerade nicht so begeistert. Von der ganzen Geschichte. Frage mich ab. Höllenfeuer. Und Wichtel. Muss das sein? Okay. Egal was er spielt, wir haben zu Siphon Soul zur Not. Mal schauen. Okay, er wird uns ja wohl nicht töten. Das schafft er ja wohl nicht. 6. 7. Okay. Interessant. Ein Zauber und wir sind tot, nächste Runde.
Super geil. Super geil. Wenn das der Fall wäre, würde ich durchdrehen. Gucken wir mal, ob er was hat oder ob er nur einen Charger hat. Frankenhieb und wir sind tot. Sehr wahrscheinlich, dass er es hat. Ich muss da. Oh mein Gott. Ah, oh, wie blöd war das denn, ey? Das war irgendwie ärgerlich, finde ich. Blöd, blöd, blöd. Blöd, blöd, blöd. Ich weiß nicht, ob wir das anders hätten spielen sollen. Vielleicht doch mit Siphon Soul. Ich denke, der eine Tab hat uns ganz schön kaputt gemacht, weil wir dadurch Siphon Soul nicht mehr benutzen konnten und ich dann einen blöden Zug machen musste mit dem Soulfire, mit dem Hellfire. Weiß ich jetzt nicht so genau. Bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Magier. Rahmen ist Fuster. Okay. Molten Giant. Hellfire. Shadow Flame. Hellfire. Könnte gut sein, je nachdem, wenn es so ein Minion Mage ist. Ich weiß nicht genau, den können wir wegtun, den können wir wegtun. Tun wir mal alle drei wecken, behalten nur das Höllenfeuer, falls es so ein krasses Rush-Kram wird. Okay, alter Wächter ist top. Wollen wir nur noch einen Spottgeber. Zwielichtdrache ist auch sehr gut, Faceless ist auch gut, das passt schon. Geben wir direkt ab. Wir hätten ihn rauscallen können, hätten aber keinen schönen Spielzug danach gehabt, deswegen habe ich das gelassen. Gucken, was wir ziehen. Argus und Schüsse mit dir. Können wir gut spielen. Denke ich. Ist natürlich jetzt direkt ein Fingerzeig auf mein Deck, wenn wir den spielen, dass ich keinen Rush spiele. Ohoho. Ich denke, wir können es uns leisten, ihn zu silenzen und dadurch die komplette Akku aufzuheben. Ich denke, das können wir uns leisten. Nächste Runde einfach den Zwielichtdrachen. Geheimnis, interessant. Könnte ein Zerstäuben sein. Wenn, wär's dumm. Erstmal mit dem angreifen, gucken, was es ist. Eisbarriere, kein Problem. Zwielichtdrache. Müssen den hier hin platzieren. Damit wir den beiden dann Spott geben können. Schauen wir mal, was er jetzt hat als nächstes. Wird auf jeden Fall interessant. Die nächsten zwei Züge so ist ungefähr Fingerzeig, wie es weitergeht. Frostbolt und Ping. Das wäre gut. Gut, er pinkt aber ihn, weil er ihn sowieso nächste Runde pingen kann. Aber wir können das hier machen. Oder wir spielen Sylvanas. Weil dann bleibt er vielleicht nicht am Leben. Ich denke, es ist besser, wenn wir das hier erst spielen. Kein Punkt in Voidwalker spielen. Dann behalten wir ihn lieber als zusätzliche Karte für den Bergriesen. 5-2 ist halt kein Ping mehr. Blizzard, maybe? Ja. Da ist der Blizzard. Aber nicht so schlimm. Wir können nämlich durch die zusätzliche Handkarte jetzt ihn spielen. Gucken, ob er dafür was hat. Aber der spielt ein bisschen ein seltsames Deck. So. Normalerweise spielen die aktuell viele Minion, also viele Diener, damit sie da nuken können. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Tappen, weil der doch relativ schnell viel Schaden machen kann und ich eigentlich keinen Schaden mehr bekommen möchte. Der spielt aber, glaube ich, immer noch so ein altes Magier-Deck. Och, das tut mir aber leid.
Der setzt wahrscheinlich seine ganze Hoffnung da auf die Karte. Und die bringt ihm leider gar nichts. Ich denke, wir können einen spielen. ...28 HP ist halt total untypisch für Runde 8. Nächster Blizzard. Aber er kriegt halt nichts kaputt, weil unsere Freunde so viel HP haben. Okay, 8 Mana die Runde. Den Sylvanas und ihn. Wir tappen nicht, absichtlich nicht, damit wir keine HP verlieren. Ich denke, das können wir uns leisten mit der Hand, die wir haben. Ja, kannst du leider nicht angreifen, tut mir leid. Die alle nicht. Flamestrike. Okay, jetzt kannst du Sylvanas töten. Natürlich ein bisschen eklig. Ich würde, glaube ich, sogar an seiner Stelle den Mountain Giant töten. Das ist echt atypisch, weil er hat halt einen Flamestrike drin, um dann komplett clear zu machen irgendwann mal an dem Punkt. Wirklich komplett seltsam, das Deck, was der da spielt. Okay, wie willst du jetzt den Mountain Giant töten? Gar nicht, oder was? Okay. Das ist ja lustig. Gucken, was ziehen wir denn? Okay, einen Lehrling. Ziehen wir eine neue Karte? Blutwichtel. Hahaha, das tut mir jetzt aber leid. Dann kopieren wir den auch nochmal. Der geht gar nicht auf 3 hoch. Ich habe gedacht, der geht auf 3 hoch. Dass der Effekt vom Blutwichtel erst danach brocken würde. Wenn er jetzt einen Blizzard hat, wäre blöd. Alles andere macht uns ein. Und Flamestrike wäre natürlich auch blöd. Kältekegel ist, naja, nicht so dolle. Einen von den Riesen kaputt machen. Was willst du auch sonst machen? Den hätten wir den Faceless auf der rechten Seite spielen müssen. Dann hätte er den Wichtel nicht Novan können, Kältekegeln können. Mountain Giant, das tut mir leid. Den spielen wir auf jeden Fall. Aber er hält das Ganze aktuell ganz gut auf, aber wir kriegen halt 0 Schaden. 0. Wirklich 0 Schaden. Eigentlich muss er ihn Pyron, nehme ich an. Weil ich denke nicht, dass er Cheeps hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er auf dem Feld lässt, verliert er. Wenn er ihn auf dem Feld lässt, verliert er. Ziemlich sicher. Ich frage mich, ob... Was fragst du dich denn, mein Freund? Herr Aramis Fuster? Er hat scheinbar keinen offensichtlichen Spielzug, sonst hätte er ihn schon gemacht. Da ist der Pyro, wie erwartet. Das heißt, wir haben schon mal einen Pyro down. 13 Karten gegen 14 Karten, ein Hellfire bringt uns leider nichts. Ich denke, wir können jetzt mal tappen. Um mal ein bisschen was an Karten wieder zu bekommen. 10 Schaden haben wir auf jeden Fall schon mal gedodged. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Karten ziehen, auf jeden Fall. Eisbarriere oder Eisblock. Frage ist, ob es ein Eisblock ist oder nicht. Die Molten Giants bringen uns halt aktuell noch nicht viel. Wir müssen auf 10 HP irgendwie, auf 20 HP natürlich, nicht 10, sodass da 10 Kosten kommen. Aber das will ich nicht selber provozieren mit Tabs eigentlich. Das ist so ein bisschen ungünstig. Müssen aber tappen, wir brauchen Zeug auf dem Feld. Oh, das war sehr geil. Erstmal mit dem angreifen, nicht, dass es ein Zerstäuben ist, ist es nicht. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Eisblock, den wir jetzt dadurch, dass wir den silenzen konnten, auch langsam auslösen können, denke ich. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da der noch 6 Karten auf der Hand hat, aber noch keinen Feuerball gespielt. Ich glaube, einen Frostbolt und einen Pyro.
Das heißt, er hat noch jede Menge Damage in der Hand. Da kommt eine eklige Karte. Und noch eine eklige Karte. Eine wäre in Ordnung gewesen, zwei sind scheiße. Und er spielt Cheeps. Was ist das denn? Tatsächlich Cheeps? Bin überrascht. Okay, jetzt überlegen wir mal. Wir könnten 3, 4, 5. Könnten einen runterjagen. Ja, 6. Müssten 2 Schaden machen. 2 Schaden machen. Könnten beide töten. Und würden in 6 Schaden selber nehmen. Könnten also fast die beiden spielen. Wären dann auf 17. Ich denke, das ist zu riskant. Komm, wir machen das jetzt. Oh, das war dumm. Das hätte ich nicht machen dürfen. Wir hätten den behalten müssen für den Spott geben von den geschmolzenen Riesen. Vielleicht haben wir ihn aber ein bisschen Angst gemacht mit den Höllenfeuern. Aber wir haben beide Giants down. Einen Pyro down. Feuerball. Okay, sind jetzt auf 10 AP. Okay, das heißt, er will wahrscheinlich nächste Runde Pyro. Das ist kacke. Ich kümmere mich drum. Bin gerade ernsthaft überlegen, ob wir unseren eigenen Dude da wegsacken. Das machen wir auch. Gucken, dass wir uns um 3 wenigstens heilen, dass wenn er ein Pyro hat, sind wir tot. Wenn er ihn nicht hat, schaffen wir es. Vielleicht. Vielleicht, wohlgemerkt. Trollt er uns, oder was macht er? Wenn er nur einen Frostbolt gehabt hat, haben wir uns durch den Siphon Soul aus der Reichweite vom Kill gejagt. Wenn er den Pyro hat, sind wir tot. Das werden wir aber so oder so. Okay, er benutzt aber keinen Pyro. Vielleicht trollt er uns aber trotzdem, weil er weiß, dass er halt einen Eisblock da liegen hat. Das wäre aber mehr als riskant. Das wäre mehr als riskant. Ich vermute, dass er wirklich nur einen Frostbolt gehabt hat. Wir waren auf 4 HP, hätte er Frostbolt plus Ping machen können. Frost Nova, interessant. Okay. Das ist eine schöne Karte. Karte ziehen bitte. Shadow Flame, das geht aber nur auf die Diener. Bringt nichts, wir dürfen nicht tappen. Sobald er den Pyro zieht, sind wir tot. Und pass mal auf, ob es die erste Karte ist, die er in der Hand hat, weil dann wissen wir, dass er uns gedrollt hat. Achten wir mal drauf. Aber es ist halt schon sehr riskant, wenn er uns trollt, weil wir uns einfach locker hochheilen können, wenn wir irgendwas im Deck haben, was heilt. Und dann steht er dumm da. Haben jetzt natürlich nichts entdeckt, was wirklich heilt. Aber er würde dumm dastehen. So viel steht fest. Was soll ich nur tun? Das ist die erste Karte, die er in der Hand hält. Alex Drasas, okay. Also hat er scheinbar wirklich nicht das, was er braucht. Okay. Ich denke, wir können dadurch, dass wir das machen. Flamestrike wäre tödlich. Ja, ich denke, wir müssen es riskieren. Und müssen das Schild poppen. Den Eisblock poppen. Ja, wir können den Eisblock poppen. Und können einen von denen sacken. Und haben nächste Runde immer noch genug. So machen wir das. So dass selbst wenn er jetzt einen Flamestrike hat, wir nicht tot sind. Nicht zwangsweise. Also er hatte keinen Pyro. Er hat uns nicht gedrollt. Er hat jetzt zwei Karten. Entweder hat ein Pyro oder ein Eisblock gezogen. Das sind die einzigen Karten, die ihn weiterleben lassen. Feuerbälle sind beide raus. Okay, die lässt ihn weiterleben, aber er tötet uns nicht damit.
pinkt uns. Feuerball ist wie gesagt raus, beide. Das heißt, wir haben echt Chancen. Er hat aber noch 8 Karten, da ist die Chance, dass er den Pyro zieht, extrem hoch natürlich. Silence, Eule, Ragnaros, wir haben gewonnen. Tut mir leid, das war ein toller Top-Deck. Was ein Match, was ein Match. Wir haben es geschafft, haben, denke ich, perfekt gespielt. Ich denke, da kann man nicht viel anders spielen. Ja, würde ich sagen, machen wir an der Stelle auch wieder einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.